Dieter Bohlen, unerwartete Neuigkeiten von seinen Kindern. Dieter Bohlen hält seine 6 Kinder strengstens aus der Öffentlichkeit heraus. Doch jetzt verrät der Pop-Titan ein Geheimnis über seine 3 Ältesten, das bisher wohl noch niemand wusste. Dieter Bohlen, 70, hat 6 Kinder, Mark, 38, Marvin, 35, Marie-Eline, 33, Maurice, 18, Amelie, 12, und Maximilian, 10. Viel mehr als ihre Namen und ihr Alter ist auch nicht über sie bekannt. Der Pop-Titan achtet strengstens darauf, seiner Sprösslinge aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch jetzt verrät er Details über seine Kinder, die bisher wohl noch keiner wusste. Dieter Bohlen verrät, lüftet ein Geheimnis über seine ältesten Kinder. In die Fußstapfen ihres Papas treten, wollen Dieters Kinder nicht. Amelie möchte Ärztin werden, wie meine erwachsene Tochter, sie ist Tierärztin. Maxi will Fußballer, Influencer oder YouTuber werden, sagt der 70-Jährige. Und verrät ein Geheimnis, meine 3 großen Kinder haben Doktortitel, sind sehr erfolgreich. Was genau seine ältesten Kinder beruflich machen, verrät er allerdings nicht. Wenn es nur ums Geld gehen würde, müsste, laut Dieter, keines seiner Kinder überhaupt arbeiten, von meinen Tantiemen und GEMA-Einnahmen könnte meine Familie leben. Carina und die Kinder bekommen die Ausschüttungen noch bis zu 75 Jahre nach meinem Tod. Sie sind alle abgesichert.